So, hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge FIFA Let's Play 2014 Real Madrid. Ja, wir machen hier halt mal weiter. Wir haben ja vorher dringend verpflichtet Arturo Vidal und Shinji Kagawa, genau. Habe ich viele Namen gerade nicht ein. Hier. Ja, können wir ausleihen. Auf jeden Fall. Genau, machen wir mal weiter. Und ja, ich sage jetzt schon mal viel Spaß. Auch bei während des ersten Spiels. Genau, viel Spaß dabei und ja, noch. Ja, bis nachher. Verdiente Stempel auf dem Masterplan. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht. Das wird eine interessante Fußballauseinandersetzung. Und wir sind als Ihre Kommentatoren dabei: Frank Buschmann und Manny Breukner. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Madrid gegen den FC Nantes. Und was fällt dir zu Real Madrid ein, Frank? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. Und unser Schiedsrichter heißt heute Chris Mumple. Der Trainer scheint dem Neuzugang heute seine erste Chance geben zu wollen. Dann drücken wir ihm doch mal die Daumen. Der erste Eindruck ist ja oft entscheidend. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Marcelo. Abeloa. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das war gar nicht so einfach. Und der Ball ist drin. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich noch mal an. Gerade noch mit einer klasse Parade der Helm. Und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert. Das war mir irgendwie klar. Real Madrid ist die bessere Mannschaft und liegt in Führung. Und der ist alleine durch. Kedira. Cristiano Ronaldo. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. Cristiano Ronaldo. Ja, da hatte er das zweite Ding auf dem Schlappen. Ja, vielleicht wollte er es da ein bisschen zu genau machen. Schnelles Passspiel. Und Achtung, genau hingeschaut.
gibt Elfmeter. Ein Elfmeterkiller ist er. Den Schützen ausgeguckt. Ein harter Arbeiter für die ganze Wiese. Da ist er, der neue Trainer bei seinem Debüt. Und auch wenn das nur ein Freundschaftsspiel ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sein Engagement... Und... Luka Modric. Sein erstes Spiel für den neuen Verein Rennplatz und schon ein Tor geschossen. Das muss ein super Gefühl sein. Und da schießen sie schon wieder ein Tor. Real Madrid mit einem erneuten Treffer. Und jetzt, Mané, jetzt sind sie wirklich die Könige. So spielt ein Das ist dann wieder das, was man Abstauben nennt. Genau richtig gestanden. Dafür braucht man allerdings den richtigen Riecher. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Er fängt nicht nur die Bälle, er spielt mit, der Keeper. Ja, und das sieht dann auch richtig gut aus. Das macht er ganz sicher und äußerst souverän. Khedira. Cristiano Ronaldo kämpft um den Ball. So kennen wir ihn, den Cristiano Ronaldo. Der hält auch aus der Ferne drauf. Der Gegner sollte nicht darauf bauen, dass er eine solche Chance das nächste Mal ebenfalls vergibt. Genau so ist es. Und das heißt, sie müssen ihn in solchen Situationen natürlich zustellen. Und nun Arturo Vidal. Achtung! Da hat der Torwart ganze Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. So, er bereitet sich auf die Ausführung der Ecke vor. Ganz schlechte Ecke. Klasse Abwehrarbeit. Gutes. Guck mal hin! Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Und nun hat Real... Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Kagawa. Muss es bei ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Sie liegen deutlich und klar vor. Es wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt.
Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Die beiden wirklich nicht heute. Es steht zur Pause 4:0. So kommt's, wenn der Dackel gegen die Bulldogge spielt. Meistens gewinnt die Bulldogge. Ja, da hat einer auf den Dackel getreten heute, also völlig ohne jede Chance. So, das war die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit folgt im nächsten Video. Viel Spaß. Beziehungsweise danke fürs Anschauen. Und ja, das nächste Video folgt. Einen schönen Tag. Tschüss.